Willkommen zurück hier im Kraterberg Hochland der Pokémon-Legende Arceus auf die Nintendo Switch. Bevor unser kleiner Charakter jetzt noch weiter friert, würde ich sagen, machen wir uns direkt auf den Weg. Wir treffen uns nämlich heute im Finale mit Volo. Er war ja schon die letzte Zeit mega auffällig. Ey, ganz ehrlich, er hat eine böse Lache rausgehauen. Und genau, jetzt bin ich mal gespannt. Das Einzige, was ich vorher noch mache, oder nicht mache. Ihr habt gesehen, ich habe Evoli noch mal ein paar Bonbons gefüttert. Auf Level 67 kam es jetzt. Hat keine Attacken. Das Typs fehlt. Jetzt müssen wir nur noch bis Nacht warten, damit wir dann auch endlich ein Pokédex nach Tara haben. Das fehlt nämlich nach wie vor. Ich weiß gar nicht, haben wir schon mal gesehen? Ja. Ansonsten fehlt, glaube ich, echt gar nicht mehr so viel. Ah, nun. Allen voran, Volo. Davon haben wir auch schon viele. Manaphi fehlt definitiv noch. Da haben wir die Legende des Meeres. Regigigas haben wir. Turbots haben wir. Axanthor. Ich weiß nicht, was das da rechts sein soll. Das sieht aus wie ein Meistergriff irgendwie. Allgemein. Keine Ahnung, ich bin jedes Mal wieder verwirrt. Und ist Darkrai, würde ich sagen. Aber egal. Schauen wir erstmal, was Volo will. Abgesehen von der Weltherrschaft natürlich. Ich hoffe echt, es gibt jetzt keine allzu harten Kämpfe. Ja, mit Evoli im Team. Ja. Das Grinsen mag ich gar nicht. Der Tempel liegt in Trümmern. Da sind zerbrochenen Säulen rang jetzt wie Speere in den Himmel. Hier ist keine Spur von Giratina. Was ist da los? Ach, entschuldige, mein Verhalten musste seltsam vorkommen. Lass mich erklären, was all die Zeit über mein wahres Ziel war. Seit ich zu dem Schluss gekommen bin, dass Arceus tatsächlich existiert, treibt mich nur eine Sache an. Ich will einen Weg finden, es mit eigenen Augen zu sehen. Aus diesem Grund wandte ich mich an Giratina, dass er Arceus herausfinden will, und brachte es dazu, einen Riss im Raumzeitgefüge zu öffnen. Er ist schuld, okay. Außerdem habe ich dich nach den Fragmenten dieses allumfassenden Gottheit suchen lassen, so wie es auf dem Wandbild geschrieben stand. 18 Tafeln bilden die Fragmente der Gottheit. Und du besitzt 17. Wo also finden wir die letzte von ihnen? Sie ist hier. Oh, der Blick. Alter, das Outfit. Die Haare! Gib mir deine Tafel, damit ich die Sammlung vervollständigen kann. Er hat eine Arceus. Toll, oder? Ich kann den Drang nicht mehr unterdrücken. Ich will Arceus sehen. Ich muss es sehen. Und wenn ich ihm erst gegenüberstehe, werde ich es unterwerfen und mit seiner Macht versuchen, eine neue, bessere Welt zu erschaffen. Eigentlich sieht er nur hart aus wie ein Fanboy. Die Erschaffung einer neuen Welt würde natürlich bedeuten, dass die Hisui-Region, wie wir sie jetzt kennen, nicht zurückkehrt. Für dich, für alle Menschen, die du kennst, und alle Pokémon hier wird es sein, als hätte dir nie existiert. Wenn du verhindern willst, dass diese Welt erlischt, dann stell dich mir im Kampf. Dir bleibt ohnehin keine Wahl, denn die Tafeln werde ich mit allen Mitteln an mich reißen. Pokémon Bändiger Volo. Alter, der Blick. Und die Tolle, ich komme nicht auf diese tolle Knappe. Akripok startet, das müssen wir auch noch fangen. Mich mal leveltechnisch gespannt. Okay. Volle Power einfach mal raushauen. Ah ne, das ist ja auch noch Teil Unlicht, oder ich bin ja nicht mehr so effektiv. Damn it. Dann kann ich da auch theoretisch Flammenwurf raushauen. Dass sie genauso effektiv sind und Step haben. Dadurch, dass die Defensivkraft durch den Spuckball gesenkt war, mega.
Warum darf er denn? Als ob er mich one-hittet. Also Feuergestein, habe ich Wasser dabei? Habe ich natürlich ausgetauscht. Oder Boden. Dann lieber Rionio. Kani ist echt eine Glaskanone mit dem Typen. Brauchst nicht fliehen, ich mach dich platt. Sag ich doch. Ach, ey, er spielt seine Typen aber auch gut. Das ist nicht so sehr effektiv, aber ich glaube, Lucario müsste einigermaßen stabil gegen Blättertanz sein. Tempotechnik keinen Unterschied macht. Ich dachte, er ist auf Blättertanz fixiert. Sehr effektiv. Alter, ey. Es ist echt Auge um Auge hier. Ich spiele erstmal safe mit Knackrack weiter. Ach. Was habe ich denn für ein Pech hier? Lieber ein Kraftgift hebt, damit ich es hoffentlich one-hitte. Immerhin das. Jetzt kriege ich einen Erdkraft ab, oder ja? Oh, was? Nibos hat überlebt, ich bin überrascht. Warum? Ich habe noch nicht mal die Chance, was zu tun. Knackrack gegen Knackrack. Ah, mein, das ist so viel. Ey, ganz kurz, Leute, schaut euch den größten Unterschied an. Ist das geil. Kräfte dürfte es doch hoffentlich erledigen, oder? Knackrack, du bist absolute Champ. Ich liebe dich. Leider kriegt es nur Evoli noch EP, aber ich hoffe mal, dass es der letzte Kampf im Spiel war. Ich verstehe es nicht. Wieso genießt ausgerechnet du den Segen von Arceus? 11.000 EP, 12.000 EP. Heilige Scheiße! Warum? Warum? Niemand hat sich Arceus so sehr hingegeben wie ich. Ich habe sogar meine Trolle nach ihm gestylt. Niemand hat die alten Mythen des Schöpfers unserer Welt so eifrig erforscht wie ich und sein Outfit nach ihm designt. Fremde, bist du etwa für diesen Moment aus dem Riss im Raum Zeitgefüge gefallen, nur um dich über meine Frisur lustig zu machen? Sorry, ich komme nicht drauf klar. Nein, nein, das hier ist noch nicht vorbei. Kannst du sie spüren? Die unheimliche Präsenz, die die Tiefen deines Herzens gefrieren lässt. Oh komm, als ob! Bitte nicht noch kämpfen, oder? Oder wie gegen die Alga mit... hier einem Beruhigungs... Ding.
Giratina, erledige sie! Start einfach mit Evoli. Was soll ich tun? Ich hab echt nur noch Knallquark. Was ist das Effektivste? Es ist doppelt schwach. Karium mit Drachen. Was im Glaskanon ist die Frage. Aber als Wutanfall könnte ich zwei miteinander einsetzen. Eine Krafttechnik, die dürfte doch reichen, oder? Ja, Leute! Oder hätte ich es fangen können eigentlich? Wie wär's mit Nein? Fesselt seine wahre Kraft. Sorge dafür, dass deine Pokémon stärker werden, versuchst du mich am Arsch, ey. Was ist denn das für ein unfairer Kampf? Ja, erstmal mache ich ihn in Kleinstarbeit platt. Nur damit der Giratina raushaut in zwei Runden? Und wie sehr es Giratina genossen hat, sich da wieder aufzuraffen, ey. Ich werde es eben noch nicht so brillant auf. Kampf vorbereitet einfach. Ich glaube nicht, dass ich es fangen kann. Okay, also jetzt mich bewachen und niemand passieren lassen. So, jetzt machen wir erstmal Nacht, damit ich Evoli entwickeln kann und aus dem Team rausnehmen kann. Nee, ich will vorher mal speichern. Chaka, Naftara. Naftara kann jetzt auch erstmal beiseite. Also womit ist er gestartet? Mit Kripuk. Kripuk ist doch. Wie heißt. Unlichtgeist, oder? Wie soll ich den ein. Ah, dann rede ich erstmal kurz mit dem Prof. Da
heißt undicht. Das heißt, dagegen ist nur Fee effektiv. Oh, als ob jetzt mir die Suche löscht. Nicht noch eine Elite-Pokémon suchen. Pixie könnte ich mitnehmen. Gerade Wirr wäre natürlich eine Option, hätte ich auch noch Psycho mit dabei. Der Tornoptimus raus. Ein Eisschrei finde ich tatsächlich gar nicht so blöd. Ich habe jetzt zwei Kampf-Pokémon dabei. Jetzt haue ich nochmal richtige Levels drauf. Knackkrack auf Level 90 hoch. Mir tut bloß echt tun, ob du gerade im Herzen weh. Ob ich wenigstens alle auf 75 hochkriege. Das wird leider nicht reichen. Ach komm, als ob 38. Denn noch irgendwelche Heil-Items? Irgendwie nicht, oder? Kaufe ich ein. Ich mir nichts kaufen kann. Egal, ich habe sowieso nicht das Gefühl, dass ich großartig zum Einsetzen komme. Und jetzt einfach mal das Einzige, was ich gucke, was hat Empoleon noch für Attacken? Wasser, Wasser, Gestein, normal finde ich gut. Haben wir vielleicht noch eine Stahlattacke, um es abzurunden? Eher Spezialangreife. Steinhagel und Wellentickel sind natürlich beide physisch. Nicht, dass ich dazu kommen werde, irgendwie mehr als ein, zwei Attacken einzusetzen. Ansonsten hatte ich irgendwo immer einen guten Konter. Und gerade Wirr könnte ich dann tatsächlich nochmal gegen Knackrack verwenden.
Jetzt, was mir fehlt, ist ein guter Konter gegen Giratina. Der Knacker ist in Glaskanone mit Drache Drache. Aber Eis oder Unlicht wären jetzt Optionen, da habe ich beides nicht so richtig geil. Sneebos ist gefühlt überflüssig. Es ist mir irgendwie ans Herz gewachsen. Das hat sich echt gut bewiesen, muss man sagen. Ich darf nicht zu viel Fokus legen auf Krafttechniken, weil dann kassiere ich ihn von der nächsten Runde immer ein. Giftattacke gegen Fee, oder? Weil ich auch nicht dran kommen darf. Ich habe extra keine Krafttechnik eingesetzt, aber kassiere trotzdem erstmal zwei Attacken. Das sind natürlich die effektiven Attacken. Lucario und Sneebos sollten einigermaßen stabil sein. Das war das, was ich meinte wegen Sneebos. Ich bin schnell genug, dass ich zweimal hintereinander schon mal angreifen darf. Ein Tempotechnik, um es platt zu machen. Dass ich dann in der nächsten Runde hoffentlich austauschen kann oder angreifen kann. Natürlich kassiere ich eine Psycho-Attacke. Was ist das denn? Ich habe eine Tempotechnik zuletzt eingesetzt, bin 7 Level höher, habe ein verficktes... Elite-Pokémon und krieg 2 Techniken ab, ohne dass ich mich wehren kann. Auf Nummer sicher jetzt Temposteinhage. Ja, das ist das, warum mich die Kämpfe in Legende Arceus nerven. Nicht, weil sie schwer sind, nicht, weil es irgendwie überraschend kommt. Wegen so einem Mist. Jetzt habe ich auch wieder Tempotechnik eingesetzt. Ich wette mit euch, ich krieg auch gleich wieder 2 Attacken ab und bin down. Ja, er darf zweimal ran. Ohne Tempotechnik wohlgemerkt. Einfach Krafttechnik raus, weil er mich mal kann. Knackhack eigentlich schon. Einfach weghauen. Vergessen, dass Arcani dann hatte, ja. Habe ich verdient. Auf Nummer sicher gehen, weil dann ist er resettet erst, wenn er Giratina beschwört.
Ist auch echt blöd, dass man erst nach dem Kampf die EP bekommt. Natürlich die drei Kämpfe hintereinander ohne die Chance, mich zwischendurch mal zu heilen, und wenn es nur mit Items ist, ist einfach nur dreist. Komplett dreist. Nochmal Giratina mir anzuschauen. Er darf gleich nochmal oder ne? Ausnahmsweise nicht. Ich bin überrascht. Da, weil ich ja sowieso gleich tot bin, versuche ich lieber noch so viel Schaden zu machen wie möglich. So viel zu dem Thema. Ich wäre echt effektiver gewesen, versuchen Giratina mit Knackrack zu plätten. Und Polion dann im nächsten Kampf zu opfern zum Heilen von Knackrack und dann Knackrack nochmal ranzulassen, aber. Obwohl, das ist ein übergehender Kampf, deswegen durfte er zweimal. Ich hätte keine Krafttechnik einsetzen sollen. Also, Sneeball ist durch irgendwas raus. Was mir gegen Roserade hilft. Heatran könnte ich nehmen. Hätte ich noch Stahl dabei und eine Bodenattacke? Magbrand 750, nee, 61. Tanupta wäre natürlich noch eine Option. Also Tanupta oder Heatran. Heatran ist mit Stahl ein bisschen stabiler. Was ich aber mal mache. Nein, meine Schätzchen safen. Nicht, dass ich die nachher wieder suche. Okay, und dann noch. Die beiden tauschen. Was brauche ich denn für Beleber und Co.? Meine Tränke brauche ich. Nellbeere, Fittlauch, Äther, okay. Für Top-Leber habe ich gar nicht. Habe ich sowas nicht, oder? Trank braucht was anderes als Hypertrank, okay. Zitrobeere. Ich doch bestimmt auch, ja. Hätte ich meine Königsblätter nicht so verschwenden sollen. Obwohl, habe ich dafür gar nichts gebraucht. Oh, habe ich auch gar nicht rausgenommen. Wieder zurückgepackt, meine ich. Na, wenn ich schon in der Lagerkiste stehe. Bevor ich dann nochmal ran muss.
So, also auf ein neues. Der ganze Part dreht sich schon mal nur um diesen einen Kampf und geht mir so hart auf den Keks damit. Das ist auch fernab von feierlich. Ich habe keine Ahnung, wer sich diesen Müll ausgedacht hat. Aber wenn ich wirklich die Chance hatte, mein Team zwischen den beiden Kämpfen mal zu heilen. Und wenn es nur mit Items ist, dass ich die Szene nicht fliehen kann, um irgendwie mich im Lager zu halten. Okay. Aber noch nicht mal mit Items einmal durchheilen. Das ist... Und es ist einfach unfair, das ist der Punkt, glaube ich. Das kann ich natürlich auch nicht überspringen. Ich würde es echt um Sneerboss und Tonokto leid, dass ich die nicht dabei haben kann, aber es hilft ja nichts. Und das ist nämlich echt One-Hit. Ich bin 5 Level hier und verdammtes Elite-Pokémon. Ah nein, das ist komplett egal dem Spiel. Okay, ist nicht gemeistert, kann ich noch nicht mehr Tempotechnik auswählen. Patronenhieb? Merkwürdige Wahl. Ich bin auch noch sehr effektiv mit Feuer, oder? Und mit Erdkräfte theoretisch. Genesung stört mich gar nicht. Ah ne, die Verbrennung wurde auch geheilt. Wollte gerade sagen, stört mich gar nicht so sehr, aber doch, das stört mich schon. Ah, als ob ich jetzt damit auch noch Probleme habe. Na, der tut weh. Keine Ahnung, warum er den nicht von dem Verein eingesetzt hat. High risk, high fun. Na, Knackhack muss ich echt schon. Dass ich da Lucario nicht noch klein gekriegt habe, ärgert mich echt. Das war so richtig unnötig irgendwie. Ich finde den Größenunterschied wieder sehr lustig. Es war wenigstens eine Tempotechnik am Anfang, aber trotzdem. Es ist einfach so lächerlich. Wenn überhaupt noch, er hat noch Arcani dann und... Togekiss. Ja, dafür ist Impoleon ja unter anderem da. Vielleicht in der nächsten Runde gleich Glück, dass ich nochmal ran darf.
habe mich schon lange bei Pokémon gestört, dass irgendwie jeder Kampf irgendwie One- oder Two-Hit-KOs sind. Als ob. Das reicht aber auch hoffentlich. Ja. Dann kommt jetzt Giratina. Ich bin ein Pokémon immerhin besser dabei. Klack, Level 91, das ist so absurd. Und trotzdem werde ich one-hitted von Giratina in der zweiten Form, obwohl ich volles Leben habe. Also Plus und X zum 10 überspringen. Okay, sollte man einigermaßen stabil sein gegen Giratina, dass ich durchheilen kann. Wenn ich dann anfangen dürfte. Krieg ich es jetzt eigentlich gerade nicht gewonnen? Kann mir das mal einer erklären? Das hat doch vorhin funktioniert. Ich würde mich interessieren, was ich denn an Attacken. Nichts, was wirklich viel bringt. Krack lieber wiederbeleben oder statt Gardevoir. Kann ich auch irgendwann mal zum Zug kommen in diesem Spiel? Das ist doch nicht normal, oder? Vor allem jetzt ist er gleich wieder dann dran, wenn er sich erholt hat und ich bin tot, oder? Gefühlt reines Pech, ich probier's gleich nochmal. Ich habe jetzt auch langsam keine Ahnung mehr, wie ich mein Team optimieren kann. Ich one-hit ihn ja fast schon durchgängig. Tempotechnik stacheln. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass der Kampf sogar geskriptet. Was kriege ich jetzt ab? Okay,
Okay, jetzt stellt sich anders und ist voll interessant. Das mit gesenkter Defensivkraft sollte eigentlich einmal Pferdestärke reichen, um es zu plätten. Sehr schön. Wenn ich wenigstens zwischendurch auswechseln könnte. Dann belebe ich jetzt mal Gardevoir wieder. Vielleicht ist das... Oh Mann, falscher Knopf. Ein Trick. Gewalt hat zwar Stab, aber extra vierfach Schaden. Kurz im Moment dachte ich, die Attacke geht jetzt daneben, ey. Als ob! Ich hätte Kraft, Eisstrahl ein, ist mir egal. Ja, der wäre sowieso in der nächsten Runde tot, also was soll's. Reichen. Das sollte eigentlich nicht so effektiv sein. Ich kann nur nicht hoffen, dass es reicht. Trotz der Hütteverteidigung. Krieg ich zwei Attacken ab oder was? Hab ich zwar schon ordentlich mitgenommen, aber es sollte doch reichen, oder so, trotz gesenkter Offensivkraft. So, dann geht's jetzt einmal wieder los, dass er Giratina beschwört. Immerhin leveln wir alle ein bisschen auf nebenbei. Also die, die nicht sowieso von Anfang an tot sind. Ich bin aus einer Rede mittlerweile so leid, Leute. Warum darf er als erstes? Als ob! Da komme ich schon mit drei Pokémon durch diesen bescheuerten Kampf gegen Volo durch. Nur damit ich dann daneben treffe. Das gibt's doch wirklich gar nicht, oder? Sorry, dass ich dich einfach nur geopfert habe, Lucario, aber...
sowieso nicht zweimal, dann kommt jetzt gut dann voll. Ich krieg doch sowieso zwei Attacken hintereinander ab von dem Arschgesicht. Seit wann reicht eigentlich Kraftwut dann voll nicht mehr? Das hat doch vorher gereicht. Hab das sowieso schon wieder verloren. Jetzt ist ein Polion platt. Jetzt kriege ich ihn nämlich vielleicht down. Aber dann belebt er sich wieder und macht mich platt. Dieses Smugface macht mich auch fertig. Ich wenigstens die Chance hatte, nochmal anzugreifen. Wisst ihr was, ich mache jetzt hier einen Cut. Bringt nichts. Ich rüste nochmal mit Top-Belebern und Co. auf. Ich gehe mal einkaufen. Wir sehen uns gleich wieder. Ciao, ciao. So, ich kann keine Top-Beleber kaufen, weil wir die Nebenquests nicht weitergemacht haben. Jetzt gebe ich hier erstmal Tau Hua Munterreis. Ah, das Mädchen aus dem Forschungstrupp, das den König des Waldes besänftigt hat. Hat Taisa dich etwa geschickt? Dann kannst du dir eine Erklärung sparen. Dem Laden habe ich nichts zu verkaufen. Los, verschwinde wieder. Gerade jetzt, wo ich ohnehin schon gereizt bin, weil kein Munterreis zu bekommen ist. Was ist das etwa Munterreis? Teilst du mit mir? Drei Ehren würden mir schon reichen. Na klar. Munterreis ist aus dem roten Sumpf einfach nicht wegzudenken. Der Anblick der Reisehren weckt die Sehnsucht nach der Heimat in mir. Wenn man Munterreis mit anderen Zutaten vermengt, werden Pokémon davon noch stärker angezogen. Bestimmt, weil er so köstlich riecht. Also gut, ich werde Taisa neue Ware zur Verfügung stellen, aber nur, weil du es bist. Oh, warum müssen wir ihm denn jetzt auch noch Bericht erstatten? Was mir noch eingefallen ist, wäre mir diesen Leistungsstand und Co., den werde ich jetzt auch gleich nochmal einsetzen. Vielleicht werde ich auch ein, zwei Versuche von dem Kampf rausschneiden, weil es ist einfach nur mühselig gewesen. Dank dir ist endlich neue Ware eingetroffen. Tut mir leid, dass ich dich in die Sache verwickelt habe. Meine Beziehung zu Tau Hua ist nicht die beste. Ja, mal, das hier ist alles Gute Ware. Kauf doch was, bevor du gehst. Oh, du kommst hier gerufen. Tau will mir schon wieder nichts von seiner neuen Ware verkaufen. Was auch immer ich sage, nichts hat geholfen. Würdest du mir wieder zwischen uns vermitteln? Nimm für drei Kugeln Knallenmoos als Geschenk. Das wird schon passen. Na dann. Ja, habe ich das Gefühl, man wird es noch für den Rest des Parts erstmal nehmen Quests, weil. Hilft nichts. Knallmus habe ich doch bestimmt auch irgendwo, oder? Warum habe ich die Tränke eigentlich noch nicht mitgenommen? Sternstoff, wo ist eigentlich dieser Leistungssand, den ich im Kopf hatte? Ah, hier. Ganz viel hin und her gerannt jetzt noch zum Abschluss. Ich bin so frustriert, Leute, gerade, es macht keinen Spaß. Hätte ich so locker mal nebenbei machen können, aber. Ich springe jetzt hier durch den Text durch. Okay, Koboldküstenland. Das Gefühl, das gibt es jetzt noch zweimal. Einmal für den Kraterberg, das Kraterberg-Hochland und Weißfrostland.
sind die Wege kurz. Ist nämlich nach 23, 43 jetzt 63. Knirschmineral. Ne, 61. Wir kommen der ganzen Sache näher, aber... Ein Leistungslevel von 3 bis 5 verwendet werden. Okay, das klicke ich auf Cam durch, dann machen wir jetzt noch schnell die Nebenquests wegen Laden und dann... Oh Gott, der Part ist auch schon wieder fast eine Stunde lang, selbst wenn ich da die Mitte rauscutte. Knirschmineral, Knirschmineral, wo habe ich dich? Ich bin so genervt, Leute, das glaubt ihr kaum. Ob ich wirklich an Volo komplett am Verzweifeln bin. An dieser kleinen, mickrigen Lusche. Okay, jetzt erfahren wir wenigstens, warum er sich stur stellt. Okay, er hat mir meinen wertvollsten Schatz geschmissen, das werde ich ihm niemals verzeihen. Ja, kein Wunder, dass er dann... Und dann jetzt noch einem im weißen Frostland. Bisschen gespannt bin ich jetzt schon irgendwie, wie das weitergeht. Und trotz alledem reicht es nicht. Das wäre so einfach. Also wirklich. Top-Beleber würde mir Sinn hindern. Egal. Ich guck mal, ob ich irgendwie anderweitig an Top-Beleber komme. Mach jetzt hier noch mit diesem Leistungssand, Kies, Stein und Fels weiter und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder und vermöbeln hoffentlich wohl den Hintern. Bitte, bitte. Mach's gut, bis dann. Ciao.